Herzlich willkommen in der schönen Stadt Krefeld. Direkt am Rhein gelegen und in einer der dichtesten besiedelten Regionen Deutschlands. Das Textilgewerbe verhalf der Stadt im 18. Jahrhundert zur Entwicklung zu einer großen Stadt. Seitdem ist Krefeld als Textilstadt weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Auch wenn die Stadt nur 220.000 Einwohner zählt, Krefeld bietet eine große Vielfalt und kann deshalb auch mit den großen Metropolen Deutschlands mithalten. Mit vielen Sehenswürdigkeiten, Kultur und Events, Architektur und natürlich Geselligkeit. Der Krefelder Zoo ist die Heimat von echten Humboldt-Pinguinen. Aber was wäre die Stadt ohne ihren geliebten Eishockeyverein? Die Krefeld-Pinguine greifen auf eine lange Tradition zurück. Seit 1936 findet der Club immer wieder Wege, sich unter den großen Teams in Deutschland zu behaupten. Ja, unsere Ziele hier in Krefeld sind natürlich, in die Playoffs zu kommen und dann so weit wie möglich zu kommen und dann deutscher Meister in Zukunft zu werden. Die Unterstützung, die wir von hier, von der Tribüne, von der Coca-Cola-Tribüne erfahren, die ist sensationell. Wenn das Stadion voll ist, hat man das Gefühl, man ist im Dortmunder Signal Iduna Park. Ja, der Königspalast hier in Krefeld, der ist auf jeden Fall, ich glaube, eine der besten Hallen fürs Eishockey. Wir sind ein hart arbeitendes Team, was so die Spiele auf jeden Fall gewinnen wird. Kommt her und findet es raus. Traut euch!